Es hat sich gezeigt, dass unsere Zellen, wie auch die aller anderen Lebewesen, Licht ausstrahlen. Also manche Menschen haben eine extreme Aura, eine extreme Ausstrahlung und manche Menschen leuchten extrem. Da merkst du das schon. Wenn wir traurig oder wütend sind und wenn wir Angst oder Mitleid empfinden, werden unsere Abwehrkräfte geschwächt. Deswegen war es ja auch so abgefuckt, dass die in der Corona-Zeit so eine heftige Angst verbreitet haben, weil das die Leute krank gemacht hat, psychisch und körperlich. Das Wichtigste ist die Liebe zu uns selbst und der Wille, gesund sein zu wollen, sowohl physisch als auch psychisch. Denn wenn wir die Zellen unseres Körpers nicht lieben, werden wir sie nicht erreichen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren mit dem Namen: Der große Wandel hat begonnen. Wir müssen die Schwingung erhöhen. Ha? Wurde in den Discord reingecheckt. Also checkt auf jeden Fall den Discord ab. Unten auch verlinkt, falls ihr eure Videovorschläge reinballern wollt. Let's go. Und wir gehen sofort rein ins Video, Freunde. Ja? Let's get it. Schwingungen. Wichtige Geschichte. Auch wir Menschen bestehen aus Schwingungen. Schwingungen sind extrem wichtig. Wir können selber entscheiden, in welcher Schwingung wir uns befinden. Aber ich glaube, darum geht es auch in dem Video. Deswegen werde ich jetzt nicht zu viel erzählen. Und wir gehen direkt neu in den Laden. Laden it in, man. Das sage ich immer wieder, ne? Ja, aber ist auch so. Und los. Es hat sich gezeigt, dass unsere Zellen, wie auch die aller anderen Lebewesen, Licht ausstrahlen. Genau wie die Sonne, wenn auch von geringerer Intensität. Nach dem deutschen Biophysiker Fritz Albert Popp hat Fritzl. Organismus die Fähigkeit, Licht zu speichern und auch wieder abzugeben in Form von sogenannter Biophotonen. Jeder Mensch ist von einem leuchtenden Energiefeld, auch Aura genannt, umgeben. Das war safe. Kennt ihr das nicht? Manche Menschen leuchten einfach. Manche Menschen haben diese positive Energie, diese Ausstrahlung. Manche Menschen spürst du auch, wenn die den Raum betreten, auch wenn du sie noch nicht gesehen hast. So. Also manche Menschen haben eine extreme Aura, eine extreme Ausstrahlung und manche Menschen leuchten extrem. Und da merkst du das schon. Über ihnen hinausstrahlt. Dieses Energiefeld schützt den physischen Körper. Und wenn wir unsere Abwehrkräfte stärken, erhöht sich auch unser Schwingungsfeld. Wenn wir traurig oder wütend sind und wenn wir Angst oder Mitleid empfinden, werden unsere Abwehrkräfte geschwächt. Das ist doch das, was so wichtig ist, meine lieben Freunde. Das muss man sich auch wirklich zu Herzen nehmen. Das heißt, wenn du Angst hast, wenn du irgendwie traurig bist oder Neid oder Hass empfindest, dann bist du in der niedrigen Schwingung und deine Abwehrkräfte werden dann parallel auch geschwächt. Deswegen ist es ja so, dass Leute, die Angstzustände haben, auch schneller krank werden. I like that. Und deswegen war es ja auch so abgefuckt, dass die in der Corona-Zeit so eine heftige Angst verbreitet haben, weil das die Leute krank gemacht hat, psychisch und körperlich. So. Und umgekehrt, wenn wir uns in einem Zustand des Friedens und des Gleichgewichts befinden und die Freude am Leben spüren, werden unsere Abwehrkräfte gestärkt. Das ist ja auch, wie wir auch in dem Video, was ich immer wieder erwähne, weil ich das so faszinierend fand, das Geheimnis der Heilung, wo halt wirklich Menschen sich selbst geheilt haben mit meditativen, positiven Zuständen. Der eine Arzt hat zu seinem Patienten gesagt, stell dir vor, der hat wirklich so Achtsamkeitsübungen gemacht und sich mit klassischer Musik zusammen vorgestellt, wie die positiven Zellen in seinem Körper, die guten, die gesunden Zellen, sich schneller verbreiten und öfter teilen als die negativen, kranken Zellen. Und es hat einfach einen Effekt gehabt. So. Das ist so krass, was du mit deinen Gedanken, mit deinem Mind und mit deiner Schwingung, die damit einhergeht, auch für einen Effekt auf Krankheiten und deinen Körper haben kannst. Wild. Jetzt müssen wir mehr denn je auf uns selbst aufpassen und unser Immunsystem vor jedem Angriff von außen, sei es durch irgendein Übel oder durch moderne Technologie, vorbereiten. Es gibt viele Möglichkeiten, die Immunität unseres Körpers zu stärken. Das Wichtigste ist die Liebe zu uns selbst und der Wille, gesund sein zu wollen, sowohl physisch als auch psychisch. Denn wenn wir die Zellen unseres Körpers nicht lieben, werden wir sie nicht erreichen. Denn sie nehmen die positive oder negative. Wenn wir die Zellen in unserem Körper nicht lieben, werden wir sie nicht erreichen. Fangt an, euch zu lieben, meine lieben Freunde. Ich liebe euch auf jeden Fall. Tiefe Energie wahr, die unsere Gedanken ausstrahlen. Lachen hat eine unglaubliche Heilkraft. Es erzeugt elektrische Wellen, die den ganzen Körper durchziehen. Und ist der kraftvollste und unmittelbarste. Einer schreibt gerade hier, der Enzo sagt gerade, Bro, finde das
finde das voll gut, dass du versuchst, gegen das System zu kämpfen, aber glaubst du nicht, zu viel damit sich zu beschäftigen, macht dich am Ende zu negativ? Nein, Bro. Weißt du, warum nicht? Das habe ich auch immer wieder versucht zu erwähnen. Es kommt darauf an, wie sehr du selbst in deiner Mitte drin bist. Ich mache so viele Geschichten wie Meditation, Yoga, Achtsamkeitsübungen, gewisse Frequenzen. Ich trinke naturales, sonnengereiftes Wassermelonenwasser, Kokosnusswasser. Ich nehme mittlerweile CMOS zu mir. Ja, ich nehme Apfelessig. Ich versuche, mein drittes Auge zu öffnen. Ich will mir jetzt demnächst auch Zeolit noch kaufen. Also ich bin wirklich am Start mit mir selber so. Und wenn du mit dir selber in deiner eigenen Mitte drin bist und dir bewusst machst, dass du eigentlich reines Bewusstsein bist und dass du nicht deine Gedanken bist, eigentlich auch nicht dein Körper bist, sondern dass es eigentlich nur eine Reise ist, die du gehst quasi, dann lässt du dich davon auch nicht negativ beeinflussen am Ende des Tages. Also ich lasse mich davon null negativ beeinflussen. Wenn ich den Stream ausmache und abends meine Meditation mache, komme ich zurück zu mir selbst, zurück in mein Herz, zurück in mein Bewusstsein und lasse alle anderen Sachen los. Ich lasse es los. Ich lasse sogar meinen Namen los, mein Alter los, mein Gender los, meine Hautfarbe los, meine Karriere los. Ich lasse alles los. Und wenn du das jeden Tag tust, dann wird dich sowas nicht negativ beeinflussen, sodass du keine Lebensfreude mehr hast. Weil allein, dass du aufstehen darfst und atmen darfst, und realisierst, dass du gerade ein- und ausatmen kannst und dass dein Herz schlägt, das sollte dich glücklich machen, weißt du? Und dieses Glück und diese Happiness, die ist die ganze Zeit in dir. Nur du hast den Zugang dahin verloren. Du kannst dein ganzes Leben lang glücklich sein. Du kannst dein ganzes Leben lang positive Strahlung ausstrahlen, wenn du möchtest, wenn du dich dafür entscheidest und wenn du diszipliniert den Weg gehst. Ängste, Traurigkeit und Anspannung zu vertreiben, was unserem Immunsystem schadet. Lachen setzt Endorphine, Dopamin, Serotonin und Adrenalin frei. Das sind die Hormone, die zum körperlichen Wohlbefinden beitragen und somit unser Immunsystem stärken. Wir behalten gerne die Momente in Erinnerung, bei denen wir großes Glück empfunden und die uns zum Lachen gebracht haben. Andererseits sollten wir sensationslüsternde, angsteinflößende Nachrichten und gewalttätige oder traurige Filme, die unsere Schwingung und damit unsere Abwehr senken, vermeiden und durch Filme oder Serien ersetzen, die uns zum Lachen bringen. Ich schwör's dir, das habe ich schon so früh gespürt. Ich habe schon so früh gespürt, dass mir Horrorfilme, negative Nachrichten, generell Nachrichten gucken, weil in den Nachrichten werden auch meistens nur negative Dinge präsentiert, was alles schiefläuft auf der Welt. Oder irgendwelche kranken Leute, die irgendwas Krankes gemacht haben. Wie viele positive Nachrichten siehst du in den normalen Nachrichten? Kaum bis gar nicht so. Und ich habe auch schon ganz früh angefangen, mir nur so Serien reinzugucken. Ich habe immer Serien geliebt, so Familienserien, weißt du? Wo eine vernünftige, wahrscheinlich auch, weil ich keine richtige, also ich habe keinen Vater gehabt und keine harmonische, richtige so Familie, so wie man das so kennt, weißt du? Und deswegen habe ich mir gerne so positive Familienserien reingezogen, wo die alle miteinander Spaß haben und sich umeinander kümmern und was Gutes tun und so. Das hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. So. Das Sonnenbaden ist eine weitere Möglichkeit, unsere Abwehr zu stärken. Der Schweizer Arzt Auguste Rollier, geboren 1874, behandelte seine Tuberkulose-Patienten in seinem Krankenhaus in Liesin in der Westschweiz mit Sonnenbädern. Er gründete insgesamt 36 Kliniken mit Sonnentherapie. Dr. Rollier. Dankeschön, Mexiko, dass ich hier sein darf. Glaubte, dass eine gesunde Ernährung und Sonnenbaden die Lösung für viele Krankheiten sein. Obwohl die heilenden Kräfte der Sonne bereits einigen alten Hochkulturen bekannt waren, war er es, der sie populär machte. Damals bewiesen Forscher, dass Sonnenlicht die Bakterien abtöten kann, welche Tuberkulose und andere Krankheiten verursachen. Aber die Sonne stärkt nicht nur die Knochen und heilt viele Leiden, sie mindert auch Depressionen und Müdigkeitszustände und sie erhöht auch schnell unsere Abwehrkräfte. Seitdem ich hier bin, habe ich ungefähr 3 Stunden weniger Schlaf als normalerweise in Deutschland und ich bin fit, ich bin da, ich bin energiegeladen, ich bin positiv drauf. Und auch die Vitamin-D-Produktion auf der Haut auch nicht zu unterschätzen. Das gibt einem auch Energie und Life. Und vor allem, wenn du auch einer bist mit einer dunklen Hautfarbe, dann wir brauchen noch mehr Sonne, wir brauchen noch mehr Vitamin D. Und deswegen ist es so geil für mich, auch in der Sonne zu sein, konstant. Am besten sollte die Sonne den größten Teil unserer Haut erreichen. Jedoch sollten wir das Sonnenbad dosieren und zu den Stunden mit der geringsten Strahlung nehmen. Wenn wir Stress, Angst, Stimmungsschwankungen haben und uns streiten,
atmen wir schnell und abgehakt. Dies führt dazu, dass der Sauerstoff nicht alle unsere Zellen erreicht und das stört den Säure-Basen-Haushalt des Körpers. Wenn wir uns jedoch glücklich fühlen und entspannt sind, atmen wir tiefer und langsamer. Das Blut wird mehr mit Sauerstoff versorgt und gelangt in jeden Winkel unseres Körpers. Somit stärken wir unser Immunsystem. Seit der Antike ist bekannt, dass Das merke ich auch immer wieder, dass ich auch, seitdem ich angefangen habe zu meditieren, auch viel besser schaffe, ruhig zu sein und wirklich konstant vernünftig zu atmen. Weil ich mich damals immer schon wieder dabei erwischt habe, so gerade auch wenn ich streame oder wenn ich irgendwas aktiv mache, wo ich nicht achtsam genug bin, dass ich dann nicht richtig auf meine Atmung achte und dann kriege ich auch so Bauchschmerzen und bin so verspannt und so eine Sachen. Also Atmung extrem wichtig. Geil auch, dass das, ich finde das Video gerade mega, weil das sind genau die Dinge, die wichtig sind. Fasten, jetzt kommt Fasten, meine lieben Freunde, auch eine ganz wichtige Nummer. Fasten unseren Körper von Giftstoffen reinigt. Die Wissenschaftler nennen das körpereigene Recycling Autophagie. Für diese Erforschung erhielt der Japaner Yoshinori Ozumi 2016 den Nobelpreis für Medizin. Wenn wir von Zeit zu Zeit fasten, wird es unsere Abwehrkräfte stärken und uns helfen, gesund zu bleiben und auf jeden Angriff vorbereitet zu sein. Mehrere Tage lang Heilfasten kann bei manchen Krankheiten positive Auswirkungen haben. Aber nur um das Immunsystem zu stärken, bedarf es nicht einer strikten Fastenkur. Eine der einfachsten Praktiken ist das sogenannte intermittierende Fasten, indem man täglich 16 Stunden fastet und während... Auch eine geile Sache. Ich bin auch so ein bisschen auf Intermittent Fasting Vibes unterwegs, aber nicht komplett. ...verbleibenden 8 Stunden essen darf. Eine andere Form des Fastens besteht darin, an 2 Tagen in der Woche so viel Obst einer Sorte zu essen, wie man möchte und wenn möglich der Jahreszeit entsprechend, zum Beispiel nur Orangen oder nur Äpfel. Auch geil. Abwechselnd kalt und warm duschen regt die Durchblutung an und sorgt für eine bessere Blutzirkulation. Da muss ich sagen, schade, dass hier in Mexiko gibt es kein richtig eiskaltes Wasser in der Dusche. So, eiskaltes Wasser fehlt mir ein bisschen, weil in Deutschland habe ich jeden Tag eiskalt geduscht. Und leider gibt es das hier nicht so krass wie in Deutschland, so richtig eisarschkalt. Das optimiert den Nährstofftransport im Körper und stärkt das Immunsystem. Das Trinken eines alkalisierenden Getränks gibt uns Kraft und ein sehr gutes Gefühl. Zum Beispiel können wir uns ein Getränk mit dem Saft einer Zitrone, einem gestrichenen Teelöffel Natron und einer Prise unraffinierten Salz machen. Es ist empfehlenswert, das Getränk auf nüchternen Magen und ca. 30 Minuten vor dem Frühstück zu trinken. Körperliche Bewegung mit der richtigen Atemtechnik ist basisch und dient der Ausscheidung von Säuren und Giftstoffen. Yoga. Große kardiovaskuläre Vorteile, stärkt Knochen und Gelenke, baut Stress ab, stärkt das... Ich kann nicht mehr ohne Yoga, ich schwöre, ich kann einfach nicht mehr ohne Yoga. Geht nicht. Ich muss es jeden Tag tun. Und seitdem ich hier wieder in Mexiko bin, die Energy ist auch different. Ich habe gestern so eine Argentinierin ja kennengelernt am Beach, da haben wir auch über Yoga und Meditation geredet. Und dann haben wir auch da gesagt, so die Meditation hier und das Yoga hier ist ganz anders als das Yoga in Deutschland. Die Connection mit der Natur, mit dem Universum und mit dem Göttlichen ist einfach viel intensiver da. So, merke ich sofort. Also das ist mittlerweile so eine spirituelle Session, wenn ich meinen Yoga mache, das ist heftig. Immunsystem und verbessert unsere Stimmung. Ganz im Gegenteil führt zu wenig, zu viel oder die falsche Art von Bewegung zu einem Säureüberschuss im Körper. Sowohl der Nobelpreisträger Dr. Muss ich auch ganz klar nochmal dazu, sorry für das oft Stopp machen, aber ich muss immer meinen Senf dazu abgeben. Muss ich auch ganz klar dazu sagen, ich habe auch gemerkt, dass es meinem Körper definitiv viel besser tut, wenn ich jeden zweiten Tag Pause mache. So. Jeden zweiten Tag nicht trainieren gehe und meinen Körper zu krass überbeanspruche. Dieses jeden Tag Training, ich habe das schon gemerkt, so dass teilweise Schmerzen mehr geworden sind und ich auch vom Gemütszustand nicht so krass am Start war. Und ich sag dir ehrlich, auch körpertechnisch, gainstechnisch, das funktioniert viel krasser für mich persönlich. Warburg, als auch der Nobelpreisträger Linus Pauling, vertraten die Auffassung, alle Krankheiten können nur in einem sauren Milieu entstehen. Und wo Sauerstoff und Alkalität vorhanden sind, können keine Krankheiten und kein Krebs entstehen. Saure Lebensmittel sind Fleisch, raffiniertes Mehl, Zucker. Und alkalische Lebensmittel sind Obst, rohes Gemüse, Nüsse. Dr. Linus Pauling sagte,
dass wir am einfachsten alkalisch werden, wenn wir jeden Tag einen Zitronensaft trinken. Jeden Morgen bei mir seit 5 Jahren oder was? Nee, länger, Dicker. 8 Jahre bestimmt schon. Jeden Morgen eine frisch gepresste Zitrone auf Nacken. Krankheiten aller Art können die Folge einer Übersäuerung sein. Dies ist meistens auf schlechte Ernährung und negatives Denken zurückzuführen. Und natürlich sollten wir nicht zu viel essen, denn unser Körper sammelt es in Form von Fett an und unser Körper übersäuert. Durch verschiedene Studien und Experimente wurde nachgewiesen, dass positive Worte wie Danke oder Ich liebe dich uns unmittelbar mit Freude und Glück erfüllen. Ich liebe euch alle, meine lieben Freunde. Positive Worte reduzieren auch Stress, erhöhen die Abwehrkräfte, die Geselligkeit, fördern den Schlaf und ermöglichen, unsere Ziele und Vorgaben besser zu erreichen. Aber es reicht nicht aus, die Worte auf mechanische Weise zu sagen. Man muss sie auch wirklich fühlen. Von Herz raus. Eine gute Praxis ist es, die Nahrung, die wir essen, und die Erde, die sie uns zur Verfügung stellt, zu danken, sodass diese eine harmonische Schwingung erhalten, was uns zugutekommt. Worte können jedoch auch schaden, zum Beispiel wenn die großen Medien immer nur das Böse berichten, das sich auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Und zwar in einer so wiederholten und vernichtenden Weise, dass es in der Bevölkerung nur Angst auslöst und somit die Abwehrkräfte der Menschen schwächt. Sehr starkes Video. Sehr, sehr stark. Daher sollten wir uns auf das Positive konzentrieren und nicht auf negative Ereignisse, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Andererseits ist das Wichtigste von allem, die Vorstellungskraft zu benutzen, die zusammen mit den Gefühlen die Realität schafft, die wir uns wünschen. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass wir gesund sind, dass wir glücklich sind, dass wir die volle Kontrolle über unseren Körper haben und dass uns nichts verletzen kann. Das ist das Mächtigste, besonders wenn wir fest daran glauben. Abgesehen von all dem, Amen, können wir unser Energiefeld stärken, indem wir folgende einfache Übung durchführen, die uns ein Gefühl der Stärke und Lebensfreude vermittelt. Schließe die Augen und stell dir vor, dass sich deine innere Sonne über deinen ganzen Körper ausdehnt und die dunkelsten Stellen, an denen ein Leiden besteht, sich mit Licht füllt. Spüre die Kraft und das Wohlbefinden, die dir das gibt, und dehne dann dieses Licht aus deinem ganzen Körper aus, sodass es ihm umgibt und sein Energiefeld stärkt. All diese Formen können uns helfen, unsere Abwehrkräfte zu stärken. Hab direkt mitgemacht. Aber es ist sehr wichtig, dass das, was wir denken und fühlen, positiv ist. Damit stärken wir nicht nur unser Schwingungsfeld, sondern das auch aller Lebewesen um uns herum. Da wir Glück, aber auch Traurigkeit und Angst verbreiten können. Und lass uns nie vergessen, dass unsere Überzeugung die Realität schafft, in der wir leben. Oh, Digga, ich liebe dich, Bro. Geiler Typ, Digga. Geile Stimme, geiles Video, geile Bilder dazu. Ich mag den Kanal, ich mag den Bruder auch. Das ist der Content, Bro, das ist der Content. Das ist mein Content, meine lieben Freunde. Das ist genau das, was ich mir reinziehen möchte. Genau das, was ich mit euch teilen möchte. So feiere ich. Sehr, 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 sehr starkes Video. Liebe geht raus an denjenigen, der das in den Love Code reingefetzt hat. I love you.